Erlebe Octagon am 23. März in Stuttgart. Tickets im Vorverkauf unter octagontickets.de. Und der Kampf geht los. Bogdanovic hat gesagt, er fühlt sich, als würde er in diesem Kampf gegen eine jüngere Version von sich selber kämpfen. Weil er natürlich weiß, dass Nafuka ein geskillter Grappler ist, der seine Vorzüge am Boden hat und der auch noch jung ist und hungrig ist. Wobei auch Bogdanovic mit seinen 26 Jahren noch lange nicht zum alten Eisen gehört. Wir sehen Bogdanovic mit der rechten Hand vorne. Das heißt, rechts seine Führhand, links seine Schlaghand und diese Lowkicks von ihm mit dem vorderen Bein haben schon ein, zweimal ganz gut getroffen und Nafuka wechselt da die Auslage. Jetzt wechselt er wieder zurück, aber er fängt den Kick und holt den Takedown. Sehr schön gemacht. Wir denken an die gefährliche Guillotine von Nafuka. Der holt sich aber direkt den Rücken und ringt seinen Gegner auf die Matte. Und wie geschmeidig der sich den Rücken holt. Die Frage ist, kann der sich auch dort halten? Bogdanovic hat bislang gegen Gegner gekämpft, die hervorragende Kampfbilanzen hatten, die ihm aber vielleicht auch im Punkto Bodenkampf nicht unbedingt das Wasser reichen konnten. Jetzt ist der Kampf dort, wo Nafuka ihn haben möchte. Und jetzt sieht es gut aus für den Mann aus Regensburg. Er sitzt relativ weit vorne. Das ist immer gefährlich, dass man nach vorne runterrutscht. Und genau das passiert in dem Moment. Bogdanovic hat es gut gemacht, sich klein gemacht, eingerollt, den Hintern hochgebracht und so Nafuka wie so ein Rucksack nach vorne runtergeschüttelt. Und jetzt ist Nafuka in der Unterlage. Nafuka muss sich hier Platz schaffen. Bogdanovic hat einen Bodenkampfstil, der zunächst mal langweilig aussieht, weil er eben ganz langsam, schrittweise, scheibchenweise seine Position verbessert. Als würde man sich in einen Topf mit Wasser setzen, was langsam zum Kochen anfängt. Aber man merkt es eben erst, wenn es zu spät ist. Genau das ist die Taktik von Bogdanovic. Man sieht hier, da ist keine hohe Aktionsdichte dahinter, aber Step by Step sucht er sich hier seine Position. Er weiß auch noch, dass er viel Zeit in der Runde hat und dass er Hafeni hiermit vielleicht müde machen könnte. Wie schätzt du das ein? Er macht es bisher genau richtig. Nafuka ist ein sehr starker, sehr explosiver Gegner. Wenn du da anfängst, zu schnell, dich zu hastig zu bewegen, gibst du ihm Platz, dass er da explodieren kann und rausscramblen, so wie wir es jetzt gerade fast gesehen hätten. Deshalb muss Bogdanovic eben so Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter sich vorarbeiten, nicht zu viel Platz geben, aber gerade genug Platz machen, dass er sich selbst eben bewegen kann. Das ist die hohe Kunst im Grappling oder Brazilian Jiu-Jitsu. Du brauchst Platz, dass du dich bewegen kannst. Richtig. Aber du willst deinem Gegner eben keinen Platz geben, dass er sich bewegen kann. Ja, Nafuka versucht jetzt hier, indem er sein rechtes Schienbein durchgestreckt hat, eben in die bessere Position zu kommen. Aber Bogdanovic klebt unablässig an ihm dran. Ja, macht er gut. Da hat Nafuka zwei, dreimal versucht, die Hüfte von Bogdanovic hochzubringen durch diese Butterfly-Hooks. Dadurch ist dann die Öffnung, dass er zu den Beinen gehen könnte. Aber Bogdanovic bisher hellwach und verlagert sein Gewicht gut nach hinten. Ja, und es ist, wie ich es im Vorfeld vermutet hatte, ein schönes Grappling-Duell, was die beiden sich liefern. Denn beide schlagen am Boden wenig. Auch Bogdanovic, der in der Halfguard die Oberlage hat, sichert in erster Linie seine Position und schlägt nur so viel, wie nötig ist, um eben nicht vom Kampfrichter ermahnt und wieder in den Stand zurückgeholt zu werden. Wir sehen, Nafuka hat die Hände hinter dem Bein von Bogdanovic geschlossen. Ist schon mal ein ganz guter Anfang. Wenn er es jetzt schaffen würde, eben die Distanz zu überbrücken, könnte ihn ausheben. Aber Bogdanovic mit seinem langen Bein macht sich noch länger und sprengt den Griff dadurch. Nafuka hat versucht, den Arm von Bogdanovic zu isolieren. Jetzt kann er die Hüfte durchdrücken. Vielleicht gelingt es ihm, einen Kimura anzusetzen. Kimura-Versuch von Nafuka. Bogdanovic dreht sich mit. Er könnte von hier entweder den Kimura holen, also diesen Schulterhebel. Oder, wenn er es geschickt macht, kommt er auch auf den Rücken. Aber Bogdanovic hat den Griff gelöst. Nafuka kann jetzt versuchen, über eine Art Neckcrank den Gegner auf den Rücken zu drehen, also auf eine Art Half-Nelson. Aber der Cage ist ihm im Weg. Ja, er darf nicht in den Cage reingreifen. Wurde da auch
vom Referee kurz ermahnt. Noch 15 Sekunden in dieser ersten Runde. Dieser Kampfstil von Bogdanović ist super, super schwierig, weil er eben so langsam und schrittweise ins Verderben führt. Da hilft die reine Muskelkraft nicht. Auch so gut. Second round. Fight! Vorteil für Nafuka, dass er sich nicht sehr verausgabt hat in der ersten Runde. Wollen wir es hoffen. Er sieht noch frisch aus. Jetzt auch deutlich fixer auf den Beinen als noch zu Beginn der ersten Runde. Vielleicht war das der Wake-up-Call, die Aufwachaktion, die er jetzt mal gebraucht hat. Und ich meine, Nafuka war derjenige, der den Bodenkampf in der ersten Runde initiiert hat. Er hat den Kick von Bogdanović gefangen und ist dann an den Boden gegangen. Jetzt, zu Beginn des zweiten Durchgangs, werden die Karten natürlich neu gemischt. Und vielleicht zeigen die beiden hier etwas von ihrem Striking. Oh. Superman-Punch von Bogdanović. Ja, Nafuka war in der ersten Runde etwas zu hastig. Wollte da gleich den Rücken. Oh. Hat sich zu weit nach... Oh, gutes Knie von Bogdanović. Nafuka muss vorsichtig sein. Er darf nicht zu hastig reingehen, denn die Konter von Bogdanović sind gut getimed. Mit dem Kick und dem Knie gab es schon mal einen Vorgeschmack davon, was der Mann hier auch im Striking kann. Und Nafuka muss die Distanz hier vorsichtig überbrücken. Er darf nicht in die Halbdistanz oder in den Clinch reinrennen. Jetzt versucht er selber mit einem Highkick. Knapp verfehlt. Ja, jetzt wird sich dann zeigen, wie Nafuka mit diesem Druck umgehen kann, den er jetzt bekommt. Knie von Bogdanović. Bisher konnte er seine Gegner recht problemlos bei Octagon schlagen. Jetzt hat er zum ersten Mal einen Mann vor sich, der ihm das Leben schwerer macht. Ja, und es ist ja nicht so, dass die Leute, die er im Octagon vor sich hatte, dass das irgendwelche 0815 Ottos waren. Er hat es aber trotzdem einfach aussehen lassen. Und das ist mit seinem Alter schon wirklich respektabel. Bogdanović macht es ihm aber deutlich schwerer, denn er hält jetzt erstmal den Kampf im Stand. Jetzt hat er den Single Leg und kriegt den auch an den Boden. Vielleicht hat Nafuka jetzt die Möglichkeit, hier wieder aufzustehen, aber Bogdanović hat immer noch das linke Bein von Nafuka. Aber Nafuka hat sich da gut rausgedreht, direkt zum Rücken bewegt und kurz die Turtle-Position gehabt, aber Bogdanović kommt zurück auf die Beine. Aber trotzdem, Nafuka noch in der dominanten Position. Versucht jetzt hier den Haken zu setzen, aber Bogdanović, nein, er ist nicht draußen. Nafuka hat den Rücken, beide Haken sind drin. Backmount-Position für Hafeni Nafuka. Jetzt wird es interessant, was kann er daraus machen? Er greift mit seiner linken Hand das linke Handgelenk von Bogdanović und mit dem rechten Arm arbeitet er sich an den Hals oder am Hals entlang von dem Mann aus Serbien. Ja, Bogdanović bewegt seine Hüfte gut raus zur Seite, ist an dem Bein vorbei und hat somit die Backmount kurzzeitig gelöst. Aber Nafuka hängt immer noch an seinem Rücken. Ja, gerade ist Bogdanović den Weg gegangen, auf den Boden mitzugehen. Jetzt könnte er versuchen, den Griff von Nafuka zu sprengen, indem er die Hüfte durchdrückt und die Hände bzw. den Handgriff von Nafuka nach vorne runterdrückt, um aus dieser Position zu entkommen. Aber da sieht man mal, was der Mann für eine Kraft hat. Aber jetzt hat sich Nafuka auf den Boden gedreht und verliert höchstwahrscheinlich die Top-Position, weil Bogdanović da sein Bein abfangen konnte. Und so ist es. Bogdanović in der Open Guard von Hafeni Nafuka. Jetzt ist er übers Bein drüber. Und genau dort will er sein. Dort kann er arbeiten. Jetzt kommen kurze Ellbogen. Und hier dieser Dagestani-Handcuff-Versuch, also der Versuch, unter dem Rücken durchzugreifen, um die Hand von Nafuka zu isolieren. Nafuka merkt, während er die Schläge abkriegt, dass er da schleunigst raus muss. Ich meine, Nafuka ist noch nicht wirklich mit Schlägen getroffen worden, die ein K.O.-Kriterium wären, die da wirklich bedenklich wären. Aber angenehm ist es natürlich trotzdem nicht. Bogdanović hält diesen Bodylock. Er ist
in der Full Guard, aber trotzdem, jetzt in der Half Guard, aber trotzdem greift er überall an. Nafuka mit dem Kimura-Versuch. Hände sind zu. Jetzt muss er nur den Arm noch da unten rausbewegen. Und je mehr Bogdanović Gewicht auf diesen Arm bringt, desto schwerer wird es natürlich. Das heißt, Bewegung, die Bogdanović machen muss, ist sich auf der linken Seite runterbewegen, um es so Nafuka unmöglich zu machen, den Arm auszuziehen. Aber Nafuka kommt hoch, aber er wird getroffen von dem Kniestoß. Stopp! Beziehungsweise, er könnte auch durch eine sehr dominante dritte Runde ein Unentschieden noch herausarbeiten. Guter Kick von Bogdanović. Ja, Bogdanović macht das clever, wie er seine Kicks einsetzt, um Nafuka einfach von sich wegzuhalten. Jetzt kommt wieder der Superman-Punch, knapp verfehlt. Er hat, glaube ich, trotzdem berührt, nicht volle Wirkung, aber ja, es hat trotzdem auf der Haut geschnalzt. Ah, ein schöner Outside-Low-Kick von Bogdanović. Nafuka muss sich jetzt etwas einfallen lassen. Ja, Nafuka sollte jetzt versuchen, selbst in die Offensive zu kommen, macht es, aber in dem Moment wird er mit einem Knie abgefangen. Ich habe nicht ganz genau gesehen, wie hart es getroffen hat. Richtig gefährlich. Jetzt ist er auch in einer Position, in der er nicht gut arbeiten kann, muss sich hier wieder hocharbeiten. Und Bogdanović ist auch mit Anaconda oder Darkstrokes gefährlich. Genau dort könnte er jetzt nämlich reinschlüpfen. Ja, er hat lange Arme und die bieten sich natürlich an für solche Armwürger. Er hat auf der einen Seite das Momentum auf seiner Seite, die Position, auf der anderen Seite auch die Zeit. Denn er kann sich jetzt hier in der Halfguard alle Zeit der Welt lassen. Und währenddessen kommt Nafuka unter Zugzwang, um die Punktrichter hier zu überzeugen. Ja, und bisher haben wir gesehen in den Runden davor, dass aus der Position es für Nafuka schwer bis fast unmöglich war, selbst Offensive anzusetzen. Er hat es geschafft, sich in den Stand zurückzuarbeiten hin und wieder. Aber er konnte keine gefährlichen Submissions aus dieser Position bisher anbringen. Von daher wäre jetzt wahrscheinlich das Mittel der Wahl, zu versuchen, die Distanz groß zu machen und von Neuem anzufangen. Nafuka holt sich wieder die Butterfly Hooks, aber Bogdanović direkt mit der Hüfte einmal zur Seite und macht die Pläne von Nafuka wieder zunichte. Also der Mann ist wirklich smart. Es ist schwierig, gegen so einen ausgefuchsten Grappler gut auszusehen. Nafuka kauert sich jetzt hier zusammen, rollt rüber. Leglock-Versuch. Hat er kurz versucht, durch diese Rolle das Bein von Bogdanović anzugreifen. Aber der sieht die Sache kommen, macht sich schwer, bringt viel Gewicht auf das Bein und somit unmöglich für Nafuka, das Bein da rauszuziehen. Nafuka könnte mehr von unten mit den Ellbogen arbeiten. Macht es sehr, sehr unangenehm für den Obermann, wenn der untere anfängt, diese 3-9 geschlagenen Ellbogen, also die horizontal geschlagenen Ellbogen zu bringen, auf die Kopfmitte oder von der Seite. Wäre auf jeden Fall ein Mittel, was es Bogdanović schwerer machen würde, da so entspannt in der Mount zu sitzen. Ja, und jetzt kommt natürlich auch noch der Cardio-Aspekt hinzu. Ich glaube, die zweite Runde war einfach wahnsinnig anstrengend für Nafuka. Ich muss sagen, er sieht mir noch relativ entspannt aus. Der Mund ist zu, er atmet nicht schwer durch den Mund. Also ich glaube, es ist weniger das Cardio-Problem, als dass er jetzt einfach im Moment nicht mehr genau weiß, welche Technik kann ich jetzt gerade gegen diesen starken Mann aus der Oberlage ansetzen. Bogdanović wandert hier an den Käfig. Das könnte Nafuka nutzen, um den Wallwalk zu machen, um hier hochzukommen. Aber von dieser Position ist es wirklich schwierig, solange das eine Bein noch drin ist. Er müsste sich jetzt hier Platz schaffen, das macht er gerade. Aber Bogdanović geht hier an der Defense von Nafuka vorbei und holt sich wieder die nächstbessere Position. Also hervorragend gemacht. Ja, wir sehen auch, Bogdanović macht es gut. Die Ellbogen bleiben immer ganz eng am Körper, also seine eigenen. Dadurch bietet er keinen Platz für Kimura oder Amerikaner-Attacken. Also keine Schulterhebel sind so möglich, auch keine Armbars sind so möglich. Und er macht es jetzt natürlich
clever, geht nicht viel Risiko, hält das Gewicht schön weit hinten, macht es Nafuka dadurch schwer, ihn nach vorne abzuschütteln. Oh, jetzt rollt er rüber und kommt hoch. Vielleicht, oh, da irgendeiner von beiden blutet hier. Ich glaube, es ist Nafuka. Ja, irgendjemand stop. Hat aber ein ganz, ganz fieser Cut. Irgendwas ist da ganz schön schnell aufgegangen und hat angefangen zu bluten. Die Stirn von Nafuka ist es. Der Doktor will sich das hier in Ruhe ansehen. Nafuka protestiert hier. Er sagt, er will sofort weitermachen. Da gibt es gar keine zwei Meinungen bei dem. Der Arzt guckt sich das an. Es ist in dieser Rollbewegung passiert irgendwie. Irgendwo muss er da gegen den Ellbogen, gegen die Ferse, gegen sonst irgendwas gestoßen sein. So, muss ich aber. Okay. Also, Referee und Arzt haben sich darauf geeinigt, die Party geht weiter, auch wenn es nur noch 13 Sekunden sind. Aber stell dir mal vor, mit was für einer Aktion der jetzt hier aus der Ecke kommen kann. Ja, Nafuka sieht die Uhr, weiß, er hat noch 13 Sekunden, um diesen Kampf für sich zu entscheiden. Und trotz dessen, dass der hier wirklich Stück für Stück neutralisiert wurde, kommt er bei diesem Cut raus und sagt, er will unbedingt weitermachen. Also er ist mit Kämpferherz dabei. Man kriegt diesen Mann mental einfach nicht klein, auch wenn er es vielleicht auf technischer Ebene nicht schafft. Vom Mindset her das absolut Richtige, was der 20-jährige Regensburger hat. Vielleicht gelingt es ihm nochmal. Oh, Heike knapp verfehlt von Bogdanovic. Jetzt versucht es mit dem Takedown. Ladies and gentlemen, after three rounds, we got a score. 30-27, 20-27 and 30-27, all for the winner. Predrag Bogdanovic! Erlebe Octagon am 23. März in Stuttgart. Tickets im Vorverkauf unter octagontickets.de.